Oder ich bin hier. Hier. Ja, das wird wahrscheinlich eine knappe Überschneidung geben. Wir probieren es mal aus. Wir probieren das einfach mal aus. So, das wäre ja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, haben wir die Grenze abgesteckt? Ja, wunderbar. Das ist ja perfekt. Das ist perfekt. Dann haben wir halt wirklich... Ja, wirklich vier Felder. Und kommen auch gut hin. So. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Da hinten kriegen wir halt, leider keinen mehr rein. Aber da kämen wir dann auch gar nicht mehr hin. Also, da könnte, ja, man könnte sowas treiben. Aber man käme nicht mehr hin. Also, wir können da nicht dran abarbeiten. So. Wir können aber schon mal... den da und den da einbauen. Den da und den da. So. Das wäre der und der. Und hier natürlich der und der. So, dann wäre das so. Wäre das so. Und hier wäre das so. Und da vorne... Wir haben ja noch Steine dabei. Zack, zack, zack. Da vorne können wir sogar einen Platz hinbauen. Also. So. Genau. Wunderbar. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Steine. Sonst muss ich wieder welche holen. So, das wären ja... 8. 4 mal 18, 32. Ja, das war ja wieder super clever, ey. Okay, wir gehen nochmal Steine holen. Wir düsen jetzt einfach nochmal nach Hause und sammeln ein paar Steine ein. Und bis es halt soweit ist, erzähle ich euch einfach einen vom Storch. Vale, blub. So, wir schauen mal, wann unser Schiffchen ankommt. Schiffchen, Schiffchen auf der See. Tralala und uiuiui. So, wir machen noch positive Bilanz, das freut mich. Allerdings nicht mehr ganz so viel, nur noch 200 irgendwas. Plus Verkäufe natürlich, okay. So, dann würde ich da unten wahrscheinlich hier Tabakdrehereien hinbauen. Kann ich die eigentlich schon bauen? Ja, natürlich. Das ist gut. Dann würde ich das nämlich auch machen. Hier oben. Was brauche ich denn an Werkzeug? 12 wahrscheinlich, oder? Nö, sogar bloß 8. Das ist ja perfekt. Gut, dann würde ich doch mal hier 1, 2 sagen. Das sollte reichen für das, was wir da vorhaben.
und wir düsen wieder zurück. Apropos, wir können hier natürlich noch ein bisschen die Verkehrswege aufwerten. Das wollten wir ja eh machen. So. Zumindest da, wo es Sinn macht. Also eigentlich wegen mir überall. Aber wir müssen jetzt auch die Steine nicht sinnlos verschwenden. So. Schiff ist auch unterwegs auf dem... genau, unterwegs auf dem Rückweg. Da hat jemand Angst. Na? Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Wir speichern nochmal. Spielstand gespeichert. Eigentlich können wir auf den ersten speichern. So. Looperation, genau. Looperation. So, machen wir. Spielstand gespeichert. Wunderbar, haben wir das geschafft? So, die Frage ist, wer hat Alkohol abzugeben? Oh, die haben Alkohol. 40, das ist auch gut. Für das kann ich es auf jeden Fall erstmal nicht produzieren. So, wir können hier eigentlich auch schon mal anfangen. Das Tabakfeld und dieses Tabakfeld. Und jetzt brauche ich schon wieder Steine. Dann laden wir die doch aus. Und das Holz können wir eigentlich auch gleich ausladen. Einfach damit wir es weg haben. Und dann würde ich hier nochmal sagen, Tabakfeld und Tabakfeld. Jo, das soll es gewesen sein. Dann können wir hier wieder Holz ausladen. Und die 2 Tonnen, die können wir eigentlich auch über Bord werfen dann. Flutsch. Upsale, es schwimmt ja, das ist ja egal. Entschuldigt bitte. So, und dann würde ich hier eigentlich ganz gerne noch Plätze machen. So. So. So, das mal wirklich bloß das letzte Stück. Als nicht Platz haben. Wunderbar. Okay, dann haben wir quasi hier den Tabak. Und hier. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ja. Zack. Und da würde ich den Tabak wieder ausladen. Und dann, wenn wir da ein bisschen Tabak haben, jetzt warten wir natürlich mit dem Schiffchen da drauf. Apropos. Werkzeug will ich eigentlich wieder haben. Das wollen wir auch noch ausladen. Das können wir eigentlich auch direkt mal machen. Zack. Werkzeug und zwar ausgeladen. So. Und sobald wir hier halt die ersten Tabakdinger haben, sobald wir da eben die ersten Dinger haben, können wir halt wirklich sagen, wir machen Folgendes. Wir fahren dann los. Aber das war ja das Problem, glaube ich, so ein bisschen mit diesen Tabakdingern. Entschuldigt bitte. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Das war ja, glaube ich, ein bisschen das Problem mit diesen Tabakdingern. Ihr könnt sie natürlich da oben bauen. Eigentlich wäre das sogar fast pfiffiger. Ich glaube nämlich, das Problem mit den Tabakdingern war so ein bisschen,
dass die Händler total lange drauf warten. Also die Freien, die, wie heißen sie, diese Marktleute. Die Marktkarrenleute warten total lang, bis sie diese Dinge abholen. Die warten nämlich irgendwie drauf, dass die Veranstalter die abholen. So, komm, jetzt nimmst du den noch. Und dann, wenn er die anderen beiden noch abgeholt hat. Na, düst du los? Wenn er die anderen beiden abgeholt hat, dann würde ich nämlich sagen, okay, dann fahren wir los. So. Komm, hol den auch noch ab. Da, 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 da. Wunderbar. Dann müssten das jetzt 16 Tonnen sein. Können wir mal schauen, ob er die dann gleich aufsammelt. 24 Tonnen. Das sind doch 4 oder 5. Okay, 95, 87, 67. Das war wegen diesem Idle Time, glaube ich. Und 84. Auf jeden Fall läuft das jetzt und dann können wir da unten bald mal, also die würde ich dann halt wirklich eiskalt hier gegenüber hinstellen, können wir dann eiskalt so ein paar Manufakturdinger hinbauen. Vielleicht wäre das sogar sinnvoll irgendwo anders, ein bisschen näher an diesem hier zum Beispiel, können wir eine Tabakmanufaktur hinsetzen. Und die andere können wir eigentlich fast direkt, naja gut, da nicht, aber fast direkt daneben. Weil das ist ja egal, also ganz ehrlich, ob der jetzt so rumfährt oder so rum, das würde ich eigentlich fast mal machen wollen. Du, du, du und du. Wunderbar. Und dann können wir nämlich da sagen, da kommt der erste Tabakhändler hin, sobald wir halt Tabak haben, also die Tabakdreherei, die erste. Da unten, das war ich am Überlegen, aber ich habe mir fast überlegt, vielleicht wäre das gar nicht so sinnvoll, wenn wir da später eine Universität oder sowas hinbauen wollen. Müssen wir ja dann auch mal machen. Jetzt fällt natürlich hier der direkte Weg darunter, das heißt, das macht es mit der Wolle ein bisschen länger. Aber so dramatisch ist es auf der anderen Seite dann auch nicht. Du, 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 du. Und der Tabak ist da. Und wie wir auf 24 Tonnen kommen, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil entweder es sind 5, dann sind es 20. Oder es sind 4, dann sind es 16. Wo die 24 Tonnen herkommen, keine Ahnung. Okay. Aber sei es drum, wir bauen eine Manufaktur für Tabakwaren. Wunderbar. Und wenn wir noch eine brauchen, kann man sie direkt hier nebenstellen oder hier oben hin. Das heißt, hier dauert es auch bald nicht mehr lang, bis wir dann Tabak haben. Pom 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 pom
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, ja, das soll er ruhig machen. Ich bin da nicht so nachfragend. Ich habe unten mein kleines Imperium, das ich zur Größe führen muss erstmal. Das ist gerade meine größere Sorge. 24. Okay, hey, das passt ganz gut. Ich hätte natürlich das da oben auch gleich verarbeiten können. Wäre auch nicht so blöd gewesen, aber ich dachte mir hier, da brauche ich nur das Rohmaterial runterfahren und kann hier veredeln. Und wie gesagt, ich dachte mir halt, diese Veredelung ist vielleicht gar nicht so schlimm. Pom, 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 di, du. Jo, gut. Das ist jetzt eigentlich wieder so eine Phase, wo man halt ein bisschen wartet. Und ein bisschen das Zeug auf sich wirken lässt. Und dann würde ich eigentlich da unten irgendwo mal eine Schule hinbauen wollen. Da können wir eigentlich schon mal drüber nachdenken. Genau. Eigentlich fast hier so ein bisschen, ne? Also das mit der Kirche, die ist da ein bisschen suboptimal hingelegt. Ah, da ist ein Platz, okay. Um die Kirche rum ist ein Platz, das heißt, da könnte ich die... Ah. Nee, die Kirche ist echt total, also die Kapelle ist einfach voll dämlich. Auch immer die dahin hat. Also ich verstehe, dass die da sein muss, aber... Also hier könnte man theoretisch eine Schule hinbauen. Aber das wäre ein total dämlicher... Boah, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber warte mal. Die hier haben eh keine Gaststätte. Das heißt, das da unten macht alles gar keinen Sinn. Was für mich total Sinn machen würde, wäre die hier oben irgendwo hinzusetzen. So, wegen maximaler Abdeckung. Das heißt, die Kapelle... Ein Brand vernichtet eure Häuser. Die Kapelle muss eigentlich hier hin. So. Wer auch immer die Kapelle da hingesetzt hat, war total doof. Weil entweder muss sie da hin. Oder hier. Aber das können wir sogar machen. Wir können hier die Kapelle hinsetzen. Oder wir setzen da die Kapelle hin. Dann können wir nämlich da drüben die Schule hinsetzen. Das heißt, wir machen das eine Ding da weg. Das da. Kommt da weg. Dann kommt da die Kapelle hin. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. So. Dann kommt hier das da weg und das da weg.
Und dann kommt da die Schule hin. Oder ist die Schule ein 3x3-Feld? Nö, die Schule ist ein 2x2-Feld. Muss ich da noch was wegbauen? Oder habe ich jetzt wieder gepennt? Also, ich meine, sowas passiert ja öfters, dass ich penne. So. 1, 2. Jo. Dann kommt da die Schule hin. Zack. Und zack. So, und dann haben wir für die Schule einfach die maximale Abdeckung. Hätten sie ein bisschen mal darunter sogar ziehen können. Aber die haben alle Schule, die haben Schule. Das mit der Schule passt. Und wir haben schon 500 Einwohner. Ja, haben wir ja eh. Dum, dum, dum. So. Da, 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 da. So, die Siedler gehen zurück. Wir kriegen die ersten Bürger, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, wo sie hier rumgeistern. Wo geistern denn die ersten Bürger rum? Ich sehe noch keine. Ha! Da! Wunderbar! Wunderbar! Und wir haben schon gleich mal die Steuern erhöht für die Bürger. Apropos, die können wir natürlich auch erhöhen. Ein Gold ist immerhin ein Gold. So, und dann würde ich hier ganz gerne nochmal Spielstand gespeichert. Dann können wir eigentlich langsam dazu übergehen. Voll die Platzverschwendung. Können wir eigentlich langsam mal dazu übergehen, zu sagen, wir bauen eine Erzmine. So, jetzt muss ich das Futter im Auge behalten. Die Gewürze, die Stoffe sind noch toll. Gewürze sind eigentlich auch noch toll. Tabak ist eigentlich auch noch toll. Das passt momentan noch alles. Wir können mal... Okay, Konto ist immer noch nicht. Ja. Ja, schön. Also wie gesagt, wir gehen es gemütlich an, wie immer. Vor allem, wenn wir halt erstmal keinen Tabak haben und keinen Alkohol. Da müssen wir uns erstmal die Zeit lassen, um das aufzubauen. Wir können theoretisch da oben schon noch... Ich guck mal, ob ich schon eine Werft bauen. Ich kann eine kleine Werft bauen. Euer Volk braucht einen Arzt. Okay. Okay, okay. So, aber Arzt will ich eigentlich noch gar nicht haben. Das kotzt erstmal Geld, der Arzt. So. Und dann kann ich noch die kleine Siedlung abreißen. Wie viel würden denn die zahlen? 621. Und die Bürger zahlen momentan 133. Okay, wenn es kippt, wenn die Bürger allein schon mehr zahlen, dann würde ich nämlich da unten die Siedlung platt machen. Und mich dann halt mehr auf so, wie sagt man das? Mich aufs Wesentliche konzentrieren. So. Das ist von der Auslastung natürlich auch nicht so clever. Aber es ist jetzt halt gerade so. Jo, es ist gerade so. Okay, Nahrungsmittel sind noch in Ordnung, Tabak ist in Ordnung, Gewürze ist in Ordnung. Das heißt, wir scheinen momentan noch in einem guten Zustand zu sein.
Waffe kaufen wir lustig. Die Gewürze offenbar. Wunderbar. Okay, dann, wie gesagt, ich denke, das nächste wird wirklich die Erzmine sein, damit wir uns eigene Werte... Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Damit... Boah, der artet gerade aus, oder? Damit wir unsere eigene, Erzmine bauen können. Damit wir unser eigenes Werkzeug bauen können. Und... Ja. Ah, dafür sollte ich vielleicht den Leuten die Baumaterialien entziehen. Aber jetzt speichere ich erstmal nochmal. Gesichert. Und ich denke, ich mache mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und ciao.